So, willkommen zurück und willkommen zum dritten Part des Einsteiger-Guides. Heute geht es um das Thema Kämpfen, also das, vor allem das Kennenlernen des Kämpfens in Star Citizen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und da auch nochmal ein paar Hinweise, ein paar ja, Zeigereien von mir zum Thema Kämpfen und Rumfliegen und so weiter und so fort. Und auch Steuerung im Schiff. So, wir nehmen jetzt hier eine andere Map, wir nehmen jetzt hier die Broken Moon Map. Und ich habe jetzt hier mal den Ventral Swarm, könnt auch eine andere Sache auswählen, Pirate Swarm, wir können auch mal Pirate Swarm nehmen. So, und dann drücken wir einfach auf Launch Game. Wir sind jetzt wieder in der Avenger Stalker. Wie gesagt, denkt euch einfach die Avenger Titan. So, sieht das Ganze dann aus. Und das Game startet gleich. Das ist jetzt hier Singleplayer. Wir kämpfen also gegen Bots und da könnt ihr ganz in Ruhe einfach das Schiff im Kampfverhalten kennenlernen und ein bisschen rumprobieren. So, ich mache mal ganz kurz Folgendes. Und zwar alles aus. Wir haben, wenn wir das Spiel starten, normalerweise das Ding, dass das Schiff noch aus ist. Deswegen gibt es hier dann diesen Button. Ich weiß nicht, warum hier die Tooltips nicht kommen. Flight Ready. Und das zeige ich euch dann aber nachher nochmal auf dem Server direkt. Und dann können wir hier nochmal kämpfen und umfliegen. So, wir haben verschiedene Modis, um zu kämpfen. Und zwar mit der R-Taste. So, der Standardmodus ist dieser hier, den ich euch auch vorhin schon gezeigt habe. Es kommt drauf an, was ihr für Waffen habt. Es gibt Waffen, die schießen auf die Maus, also den runden Kreis. Und es gibt Waffen, die schießen auf das richtige Zielkreuz. Der Unterschied ist eigentlich nur der, dass die aufs Zielkreuz Waffen halt immer nur geradeaus schießen. Also die sind nicht bewegbar oder sowas. Während die an der Maus eben, ne, die könnt ihr wunderbar benutzen. Da könnt ihr richtig zielen sozusagen. Mit der R-Taste können wir jetzt die Feuermodis umschalten. Wir haben also den ganz normalen, wie gerade schon gezeigt. Dann haben wir den Modus, dass unsere ganzen Waffen quasi gelockt sind auf die Mitte des Schiffes. Das macht Sinn, wenn ihr unterschiedliche Waffen habt. Also ihr habt zum Beispiel eine Waffe, die ist nur mittig aufs Schiff, die andere ist bewegbar und ihr wollt das quasi gemeinsam haben. Dann könnt ihr diesen Modus benutzen und dann könnt ihr quasi eure Maus nicht mehr zum Zielen benutzen in dem Sinne. Der dritte Modus ist der automatische Zielerfassungsmodus. Drücke ich mal auf R und da haben wir hier so ein kleines Kreis-Ding sozusagen. Und der Unterschied ist quasi der, dass die Waffen jetzt automatisch auf das Ziel schießen, solange es sich innerhalb dieses Kreises befindet. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, denn das wird wahrscheinlich der Modus sein, den die meisten von euch benutzen. Wir können den Gegner anvisieren mit der Taste Nummer 2, Entschuldigung, 3. Und da haben wir jetzt eine Aurora LN als Gegner. Und wir müssen jetzt eigentlich gar nichts groß beachten, außer, dass wir ein bisschen näher ran müssen. Ich gebe ein bisschen Gas, wir fliegen mal ein bisschen näher ran. Preston Spitzer, irgendein Bot halt, ne? So, ich gebe ein bisschen vom Gas runter und jetzt ist es blau, jetzt können wir also schießen. Und ihr seht, ich ziele gar nicht und ich habe ihn nur in meinem Kreis drin und das Ding, das Schiff versucht quasi jetzt ihn zu treffen. Schießen geht mit der linken Maustaste, beziehungsweise auch noch mit der rechten Maustaste, sofern ihr zwei verschiedene Waffen habt. Kann ich euch mal zeigen hier, das ist jetzt die rechte Maustaste. So. Und wir können auch beide zusammen benutzen. Pam. So, also dieser Modus ist relativ narrensicher, weil ihr müsst gar nicht richtig zielen, sondern nur grob in die Richtung halten. Aber Nachteil ist, dass dieser Modus recht verschwenderisch ist. Also er schießt nicht sehr genau, das heißt, ihr werdet viel Munition verballern und die wird niemals das Ziel treffen. Aber als Einsteiger definitiv zu empfehlen trotzdem. So, wir machen nochmal einen Gegner. Da ist noch einer. Ja, die 3, genau. Wieder 3. So, ich nehme wieder beide Waffen hier. Ihr müsst halt immer darauf achten, dass euer Zielsymbol blau ist. Sonst trefft ihr halt nicht. Das sind jetzt wirklich einfache Gegner. Also könnt ihr wirklich ganz in Ruhe ein bisschen testen. So. Jetzt nehmen wir mal den anderen Feuermodus, nämlich den ganz normalen. Das ist dieser hier, wo ihr frei eure Maus bewegen könnt. So, und da müsst ihr halt jetzt wirklich auf diesen Punkt vorhalten. Also ihr müsst eure Maus auf diesen Vorhaltepunkt, der euch hier, das ist dieser Zielpunkt da, der runde mit dem, ne, Ding in der Mitte. Da müsst ihr quasi hinhalten und selber zielen. Trifft insgesamt besser, weil das kein Bordcomputer macht, sondern ihr selber. Aber ist halt, ja, ist halt so eine Sache. Ihr müsst euch da wesentlich mehr konzentrieren. Und je nachdem, wie gut ihr seid, ne, bin halt zum Beispiel nicht sehr gut darin. Ui, ah. Könnt ihr aber auch machen.
So, und wie gesagt, der dritte Modus ist halt der gelockte. In dem Fall, kann ich auch mal ganz kurz zeigen, da ist nochmal ein Gegner. Da müssen wir es halt genau das gleiche machen. Nur, dass die Waffen halt jetzt nicht mehr an der Maus hängen, sondern am Schiff. Das ist der, ja, das ist sozusagen der schwierigste. Also, den würde ich euch nicht empfehlen. Der ist für fortgeschrittene Leute. Aber es geht halt genauso, ne? Ich mag halt den hier am liebsten. Bin ich so der große Kämpfer. Und das Schiff macht das schon ganz gut eigentlich. So. Mal kurz hier den Typen killen. Von außen könnt ihr übrigens nicht besonders gut kämpfen. Also wenn ihr in der Außenansicht seid, habt ihr halt kein Interface und wisst nicht, wohin ihr schießt. Ne? Logischerweise. So, jetzt gibt es noch einen weiteren Part, nämlich den Part Raketen. Wir haben ja Raketen an Bord, bei der Avenger zumindest. Und die können euch auch noch auf den Gegner schießen. Und das soll ich euch auch mal ganz fix. Das ist auch sehr, sehr simpel gemacht. Wo der Gegner ist? Da. Und zwar müssen wir da an den Gegner ein bisschen ran. Nehmen wir mal den, genau den da. Simba Parage. Und die Raketen machen wir, also wir aktivieren das ganze System mit dem mittleren Mausrad. Wir tippen das also einmal an. Ist halt noch nicht in Range. Und nochmal, jetzt. So, dann wird das hier passieren. Jetzt ist der Gegner quasi gelockt. Ja. Und jetzt halten wir die mittlere Maustaste gedrückt. Und dann können wir der Rakete zugucken, wie sie fliegt. Oder die mittlere Maustaste loslassen. Dann sehen wir es halt nicht, aber die trifft trotzdem. Das können wir die ganze Zeit machen. Und wenn euch jetzt, wenn ihr sagt, ach nö, eine Rakete ist mir ein bisschen zu wenig, dann könnt ihr natürlich auch mehrere abschießen. Wenn ihr mehrere habt. So. Pam. Also ihr seht, das geht auch wunderbar. Es gibt verschiedene Arten von Raketen. Es gibt IR- und EM-Raketen, also hitzesuchende Raketen oder elektromagnetisches Feld suchende Raketen. Und je nachdem, welches Schiff ihr angreift, ist die eine oder die andere besser. Ist aber ein bisschen zu komplex für einen Einsteiger. Ihr müsst es nur im Hinterkopf behalten. Es gibt natürlich auch dann noch die Raketenabwehr. Und wir haben hier zum Beispiel, ich muss es mal ganz kurz in den Keybindings nachgucken, weil ich selber gerade nicht mehr weiß. Warte mal. Defense. Genau, wir haben hier Launch Countermeasure und Cycle Countermeasure Armor. Also auf G können wir die Raketenabwehr losschießen. Und mit H können wir sie durchschalten. Das mache ich mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier unten ein Feuersymbol. Wenn ich auf H drücke, haben wir ein EM-Symbol. Das heißt, wir haben 16 Mal quasi die, die Hitze, also die, die gegen hitzesuchende Raketen gut sind sozusagen. Und einmal die, die gegen das EM-Feld gut sind. So, auf G werfe ich die ab. Kann ich mal ganz kurz von außen zeigen. Warte mal. Na? Dann wird das hier so eine Art Täuschkörper losgeschossen. Kann ich die ganze Zeit machen. Sieht ein bisschen lustig aus wie so Feuerwerk. Mit H die andere. So. Nicht so verschwenderisch damit umgehen. Aber so könnt ihr Raketen loswerden. Also wenn euch eine Rakete verfolgt, das wird hier eingeblendet, dann müsst ihr halt nur wissen, was es für eine ist. Wird auch eingeblendet. Und dann müsst ihr entsprechend mit H durchschalten und dann mit G das Ding abwerfen. Ist eigentlich relativ simpel, nur halt im Hinterkopf behalten, dass es diese beiden Raketenvarianten gibt. Zur Bewaffnung nochmal ein paar Hinweise. Es gibt zwei Arten von Waffen. Es gibt einmal die Munitionswaffen, also quasi ballistische Waffen, und es gibt Laserwaffen. Der Unterschied ist eigentlich nur der, die ballistischen Waffen sind etwas stärker, weil sie durch die Schilde durchgehen. Aber nicht komplett, sondern nur teilweise. Dafür haben sie aber Munition, das heißt, sie gehen irgendwann leer. So. Außerdem verbrauchen die deutlich weniger Schiffsenergie. Die Laserwaffen hingegen gehen nicht durch Schilde durch, machen daher also auch so gesehen weniger Schaden. Aber dafür haben sie unbegrenzte Munition, solange ihr noch Energie habt. Verbrauchen aber entsprechend mehr Energie. So, das ist eigentlich der große Unterschied zwischen diesen beiden Waffen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ballistische Waffen. Und ihr seht es auch, wenn ihr oben rechts guckt, obwohl der noch volle Schilde hat, ihr seht, dass ab und zu mal der Rumpf leuchtet. Ne? Das ist halt der Punkt, es geht halt durchs Schild durch. Und das ist halt sehr, sehr stark. Ihr seht's, ne? Schild ist noch... Na gut, das Schild ist fast weg. Also damit kriegt ihr quasi beides runter auf Dauer. So. Und es kann halt sein, dass ihr mit diesen ballistischen Waffen sehr, sehr starke Gegner relativ einfach töten könnt, weil ihr vielleicht irgendwas Lebenswichtiges an ihren Schiffen kaputt macht. Das kann passieren. Bei Laserwaffen ist es sehr unwahrscheinlich. Da müssen erstmal die Schilde runtergeballert werden. So. So, genau. Und dann gibt es
darüber hinaus auch noch bei den Laserwaffen verschiedene Arten. Also es gibt welche, die sind gut gegen Schilde, es gibt welche, die sind nicht so gut gegen Schilde, dafür besser gegen Panzerung. Da müsst ihr mal ein bisschen nachgucken, einfach auf der Website, welche Arten es dort noch so gibt oder welche da besser gefällt. Ihr könnt die Waffen auch in-game im Spiel selber kaufen, also für In-Game-Geld und an eurem Schiff austauschen. Und um das noch, diesen Punkt noch fertig zu machen, es gibt bei jedem Schiff verschiedene Size-Größen, also im Prinzip so eine Art Kleidungsgröße, nur eben für die Waffen von den Schiffen. Also beispielsweise hat ein Schiff einen Size 3 Slot, also mal als Beispiel, das hier unten wäre jetzt zum Beispiel Size 3, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Size 3 oder Size 4 ist, egal. Auf jeden Fall irgendeine Größe und dort kann jetzt eine Waffe angebracht werden, die dieser Größe entspricht. Oder, Variante 2, ein Gimbal, der dann eine Waffe mit einer Stufe niedriger dran machen kann. Der Gimbal ist im Prinzip nur dafür da, dass ihr eure Maus bewegen könnt. So, das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel diese Waffe hier, die ich unten angebracht habe, austauschen gegen eine größere, also eine um 1 größere Waffe. Die ist dann stärker, aber ich kann sie nicht mehr mit der Maus steuern. Und die kann auch nicht mehr richtig zielen, ne? Logischerweise. So, das ist der große Unterschied eigentlich nur zwischen den Size-Größen. Jedes Schiff hat eine eigene Size-Größe, was den Slot angeht. Das ist schiffsabhängig, das müsst ihr euch mal auf der Homepage angucken. Das ist ja immer eine Schiffsmatrix mit dabei, wo ganz genau steht, welches Schiff welche Size hat und so weiter. Aber da müsst ihr auch vorsichtig sein, es ist noch Alpha, es kann sich alles auch noch ändern. Also da jetzt nicht zu viel Wert drauf legen, sondern nur erstmal so hinnehmen. Und dann könnt ihr euch in Ruhe angucken, welche Waffe ihr dann da drauf packen wollt. Das müsst ihr einfach mal selber dann ein bisschen probieren im Endeffekt. So, okay, viel mehr ist eigentlich zum Thema Kämpfen jetzt nicht zu sagen. Es gibt noch eine Sache vielleicht, ich habe jetzt nicht große Kämpfe, das müsst ihr einfach mal in Ruhe selber üben. Macht mal die 15 Wellen durch, das ist nicht so das Problem. Ihr könnt auch Gegner rammen, da müsst ihr aber sehr, sehr vorsichtig sein. Ich kann es mal ganz kurz probieren. Oh, den werde ich aber wahrscheinlich nicht rammen können. Das Rammen hat den Vorteil, dass ihr gerade bei einem größeren Schiff wahrscheinlich relativ viel Schaden anrichten könnt, aber eben auch selber recht viel Schaden bekommt. Ja. Wenn ihr, achso genau, das wäre noch wichtig, hier oben links, ihr habt ja euer Schiff mit euren Schilden, ihr seht bei mir jetzt zum Beispiel ist das vordere Schild aus, jetzt lädt es gerade wieder auf, das heißt, wir haben also den, oh da war ich kaputt, wir haben also den Fakt, dass ein Schild aus 4 Bereichen besteht, sozusagen, vorne, hinten, links und rechts, ne? Und dann nach oben und nach unten geschlossen, wenn ein Schild kaputt ist, macht es Sinn, dieses aus der Schuss Linie rauszubewegen. Also nach Möglichkeit, sagen wir, das vordere Schild ist kaputt, dann dreht ihr euch vom Gegner weg oder halt ihm irgendwie was anderes hin und wartet, bis sich das vordere aufgeladen hat. Ihr könnt auch hier umschalten, wobei ich hier ganz klar sagen möchte, ich glaube, dass das immer noch nicht richtig funktioniert oder zumindest noch stark verbuggt ist. Ihr könnt die Waffen, die Schilde oder den Antrieb entsprechend verbessern, also die Energie anders gewichten. Ja? Zu den Schilden, zum Antrieb oder zu den Waffen. So Waffen lohnen sich natürlich nur dann, wenn ihr auch Laserwaffen habt. Wenn ihr ballistische Waffen habt, braucht ihr das hier nicht. Also da könnt ihr hier auch sogar rumdrehen und das so machen. Aber wie gesagt, das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen, weil es noch nicht so richtig gut funktioniert. Ihr könnt auch hier eure Schilde boosten. Also ihr könnt euch sagen, oh, ich werde vor allem von vorne beschossen, drücke ich mal drauf. Und dann seht ihr, was passiert. Diese Schilde hier an den Seiten, die werden etwas abgeschwächt. Und das hier, das vordere Schild, bekommt quasi einen Bonus. Könnt ihr auch irgendwie wieder rückgängig machen. Ich weiß gar nicht wie, weil ich kann hier nicht mal anklicken. Ja, das ist noch ein bisschen... Das wird sich aber auch nochmal ändern. Wir kriegen nochmal ein neues Cockpit-Interface und dann ist es wieder anders. Also auf jeden Fall könnt ihr auch die Schilde selber so ein bisschen nochmal beeinflussen. So, genau, das wäre der Punkt. Ansonsten ist zum Kämpfen jetzt nicht allzu viel weiteres zu sagen. Ich denke, wir haben das Wichtigste dabei. Guckt immer auch auf die Munition, dass die euch nicht alle geht oder stürzt euch nicht in Kämpfe ohne Munition, da vielleicht vorher mal kurz nachkontrollieren. Der letzte Part, den ich nochmal kurz bringen möchte, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Part, weil der aktuell noch keine wirkliche Rolle spielt, ist der FPS-Kampf. Den zeige ich euch mal ganz kurz, ich steige hier mal aus dem Stuhl. Oh, ich glaube, es geht hier gar nicht. Dann zeige ich euch einfach dann im nächsten Part. Direkt zu Beginn. Wir gehen jetzt im nächsten Part ins Universum rein. Also wir werden quasi das Spiel richtig betreten und dort das anwenden, was wir hier quasi gelernt haben und so ein bisschen Einsteigerkram machen zusammen. Das zeige ich euch aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?